Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar müsste es Nummer 4 sein. Wie gesagt, es geht jetzt speziell um die Reinigung. Wer die Entkalkung sehen möchte, kann jetzt mal oben rechts klicken. Das habe ich das letzte Mal gemacht. Entscheidend ist auch jetzt an mancher Stelle der Wartungsmodus. Den blende ich auch mal oben in der Playlist ein. Da hat man einfach die Möglichkeit, sich diese Spültaste hier zu sparen und muss nicht immer 5 oder 6 Mal drücken, um hier das Wasser durch die Bezugsdüsen zu drücken. Ich stelle jetzt erstmal vor, was ich alles dafür brauche. Und zwar ist das Wichtigste der Kaffeemaschinenreiniger hier. Den habe ich schon vorneweg 4 Jahre, also genauso alt wie meine De'Longhi ist, habe ich den. Und wenn man hier oben reinguckt, also da ist nicht viel, weil man zwischen 5 und 10 Gramm, ich hoffe man kann es sehen, zwischen 5 und 10 Gramm pro Liter Wasser einfach hier in das Gerät reinkippt. Dann habe ich einfach den Dosierlöffel von der De'Longhi genommen, um das Ganze abzumessen. Hier hat man noch ein bisschen von diesem Silikonfett, das ich auch, ich glaube schon 3 Jahre habe, also das sind hier 20 Gramm, wenn man damit normal umgeht, hält es ewig. Hier diese Schlauchbürsten ist so ein 1-2 Euro Produkt auf Amazon, das habe ich mir einfach mit so einem kleinen Schaschlikspieß verlängert. Ja, dann logischerweise Wasser, ein bisschen Küchenpapier und jetzt hier in dem Fall einfach zum Abwiegen ist die Waage. Das war's grob. Ich unterteile das Ganze in verschiedene Schritte, damit das Video nicht ganz so lange wird. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Schritt Nummer 1, was ganz logisch ist, erstmal die Kaffeemaschine abräumen. Jeder hat da seine speziellen Sachen, Milchkännchen, vielleicht auch so ein Temperaturmessgerät etc. Also alles muss runter. Mit dem Schritt 2 fange ich im Grunde ganz von vorne an. Und zwar ist es einfach hier die Sache mit dem Reiniger durchdrücken. Und da würde ich sagen, leere ich jetzt erstmal den Behälter hier aus und dann sehen wir uns beim Abmessen wieder. Also ich nehme wie gesagt hier meinen Dosierlöffel und dann tue ich den erstmal hier auf der Waage ausnullen und dann mache ich das Ganze hier mit dem Löffel rein, weil man einfach hier eine bessere Kontrolle hat. So, jetzt gucken wir mal. Also ich habe jetzt hier meine 5 Gramm schon erreicht. Wenn ich das Ganze über den Wasserbehälter spüle, dann kann ich hier ruhig meine 10 Gramm in den Behälter reingeben. Und da passiert überhaupt nichts. Wenn ich das Ganze über die Brühgruppe, über den Schacht, über den Einfüllschacht beziehe oben, das geht auch. Da habe ich ein großes Wartungsvideo gemacht. Das kann sich jeder mal gerne angucken, wenn er Zeit hat, weil das ist ein Spielfilmlänge. Da habe ich das Ganze oben über diesen Schacht hier gemacht, wo man das Kaffeepulver reinmacht, weil ich das sowieso nie benutze und das klappt auch wunderbar. So, wenn wir jetzt das Pulver drin haben, rühren wir hier einfach noch rum, was sich von selbst versteht, dass man hier die ganzen Filter rausmacht. Wichtig ist einfach bei dieser Mengenangabe, dass man es nicht übertreibt, weil hier zwar das ganze Pulver von mir jetzt auf Aktivsauerstoffbasis ist, aber es gibt hier auch einen kleinen Anteil Zitronensäure drin. Und deswegen wollen wir hier einfach nicht das Ganze verhunzen. So, was ja die Leute kennen, die den Wartungsmodus kennen, und zwar, das mache ich jetzt, und zwar drücke ich jetzt hier Dampf und 2 große Kaffeetassen, weil ich möchte einfach in den Wartungsmodus rein und da kann ich einfach mir das Ganze ein bisschen einfacher und schneller organisieren. So, im Wartungsmodus angelangt, fahre ich mir jetzt erstmal meine Brühgruppe nach oben. Das ist nämlich wichtig, weil ich hier in erster Linie die Bezugsdüsen, die Brühgruppe an sich und den oberen Brühkolben durchspülen möchte, weil sich da hier der meiste Dreck festsetzt. So, dann drücken wir einfach hier auf die Spültaste und spülen unser Reiniger. Man sieht es hier an der Seite, der wird weniger durch. Was ich mir teilweise spare oder beziehungsweise nur in einem Intervall von alle 2 Mal mache, ist hier die Lanze mit durchspülen, weil ja hier von der Art und Weise nur das Wasser durchgedrückt wird und logischerweise reicht es da aus, wenn man die Entkalkung vornimmt. Den Reiniger kippe ich in der Regel nicht weg, sondern fülle mir den in meinen Behälter und nutze den später einfach noch, um hier die Maschine äußerlich sauber zu machen. Das tut auch hier unten an den Bezugsdüsen nochmal den ganzen Dreck entfernen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Rest drin.
und kontrolliere erstmal meinen Trester-Behälter. Das zwischendurch erwähnt, so sehen optimalerweise diese Pads aus, die hier runterkommen. Also da ist überhaupt kein Wassergehalt drin. Das war jetzt zum Beispiel von einem Kaffeebezug heute Morgen. Und da ist alles in Ordnung. Also man sieht auch an der Art und Weise, wie diese Teile aussehen, ob man denn einen guten Kaffeebezug hat, beziehungsweise ja, ob die Maschine auch dementsprechend dann normal arbeitet. So, wir haben jetzt die Wasserauffangschale ausgeleert, machen den Trester-Behälter wieder rein und ich fahre die Brühgruppe nach unten. Wenn die Brühgruppe unten angekommen ist, spüle ich hier einfach das restliche Wasser durch. Man muss natürlich hier aufpassen, hier haben wir den roten Nippel, wahrscheinlich kommt der nicht so hoch, wenn man jetzt einen normalen Kaffee bezieht, aber in dem Fall schon. Also ich drücke jetzt unten in den Wasserbehälter meinen Reiniger rein. So, das war's jetzt. Also das Rote hat hier gerade so den Anschlag, dieser Tauchsieder. Das heißt, wir leeren das Ganze jetzt, das hier leeren wir aus. Beziehungsweise ich schütte hier einen Teil davon schon in den Trester-Behälter hier rein. Manchmal gibt es eine Sauerei, aber wir können es mal gucken, ob es jetzt klappt. Genau. Also ein Teil schütte ich immer hier schon rein, weil man ja sowieso auch den Trester-Behälter sauber machen muss später. Und dann habe ich mir das jetzt vorerst mal gespart und lasse das Ganze hier unten auch einweichen. Entschuldigt jetzt erst einmal die Videoführung, aber ich nehme euch jetzt ein kleines bisschen mit in das Innenleben meiner De'Longhi rein. Also hier sieht man jetzt ja gleich, wo sich die Brühgruppe einrastet. Da hinten haben wir so einen Schlaucheingang. Ganz hinten unten rechts, ja, in Höhe von der Stirnlampe, sieht man diese Spindel. Da hängt noch ein bisschen Fett, aber ansonsten ist die auch gut geschmiert. So, und wenn wir jetzt das Ganze hier links nach oben machen, sehen wir schon unseren oben Brühkolben. Und jetzt achtet mal hier auf diesen rote Dichtung, und ab der roten Dichtung in Richtung hoch ist dieses helle. Und wenn das hell ist, dann ist bei euch einiges in Ordnung, weil genau hier setzt sich einfach der Kaffeedreck ab und den haben wir jetzt ja mit diesem Reiniger durchgespült. Das heißt, wir machen jetzt die Brühgruppe sauber und machen hier diesen mit einem feuchten Lappen sauber, weil da hängt noch ein bisschen Reste, und sonst auch den Innenraum, überall wo Kaffee hängt, kann man sagen, macht man das einfach mal weg mit einem feuchten Lappen und dann ist das da drin auch erledigt. Wie gesagt, wir nehmen einfach hier so einen gelben Putzlappen, gehen hier seitlich durch die Öffnung rein und jetzt können wir einfach schön mit der Hand erfühlen, wo sich dieser obere Brühkolben befindet, und machen den komplett außenrum sauber. Da können wir auch einfach dieses Tuch, dieses feuchte Küchentuch nehmen oder irgendwas. Hauptsache, wir haben hier einfach ein bisschen Reinigungseffekt. Auch oben vorne dieser kleine Stößel, der dann in die Brühgruppe mit reinfährt, den gut sauber machen. Und jetzt gucken wir einfach mal, wenn wir den Lappen rausholen, was wir hier für einen Dreck haben. Ja, also das ist das Ganze, was jetzt noch nach dieser Spülung übrig ist. Jetzt fahren wir nochmal rein und drehen das Ganze rum, dass das Teil richtig sauber ist. Und ich sage das hier nicht aus Lust und Laune, sondern wenn ihr hier dieses Teil, diesen oberen Brühkolben und eure Brühgruppe nicht regelmäßig sauber macht, und das sage ich immer wieder, dann habt ihr irgendwann das Problem, dass ihr nach 3-4 Jahren die ganze Maschine auseinanderbauen müsst. Und wer das möchte, kann das gern tun. Ich habe keinen Bock drauf. So, nochmal ein kleines Referenzbild. So sieht das Ganze aus, wenn ich hier mit dem Lappen schön drüber bin. Man braucht hier eigentlich im Grunde auch kein Silikonfett oder sowas drauf. Das Einzige, was man machen kann, diesen Gummiring einfach mit ganz, ganz wenig, einer kleinen Tropfenspitze hier außenrum benetzen, aber wirklich nur ganz wenig, weil jeder weiß, Fette oder alles, was schmiert, der fängt auch den Dreck an zu sammeln. Das heißt, da haben wir auch wieder Dreck. Aber so sieht das Ganze aus, wenn die erste Ladung durchgespült ist und man das oberflächlich sauber gemacht hat.
So, Stufe 3 haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir haben innen drin den oberen Brühkolben sauber gemacht. Jetzt kommt der langweiligere Teil, und zwar hier den Wassertank richtig auswaschen. Man bedenke, hier ist noch der Reinigerrest drin und genauso hier Tresterbehälter, Auffangschale. Hier man sieht, wie das Ganze aussieht. Das machen wir jetzt erstmal sauber. Ja, in der Zeit, wo hier Wasserbehälter, Brühgruppe und der ganze Kram hier ein bisschen abtrocknet, ja, kann man sich einfach hier nochmal ein bisschen die Maschine von außen sauber machen. Das heißt, einfach mit einem feuchten Lappen alles abwischen, was jetzt äußerlich ist, beziehungsweise auch hier innen drin, wo immer der Wassertank reingeschoben wird. Und das ist so eine Sache. Hier oben beim Mahlwerk kann man entweder das Mahlwerk auch mit einem feuchten Tuch hier auswischen. Das ist überhaupt kein Problem. Manche gehen mit dem Staubsauger rein. Manche andere sagen dann, Mensch, Hygiene. Es kommt immer drauf an, was man machen kann. Man kann sich das planen. Meine Kaffeebohnen sind jetzt am Ende. Das war jetzt somit der letzte Kaffeebezug. Und dann sind die jetzt alle hier unten kurz vorm Kegelmahlwerk. Ja, das dann natürlich auch mal offen lassen und trocknen oder mit einem Küchenpapier nachwischen. Hier drin habe ich das schon mal gezeigt bei meinem 50-Minuten-Video. Da habe ich früher die Reinigung gemacht, und zwar habe ich das Pulver direkt hier reingemacht. Was man hier machen kann, und zwar nimmt man auch einfach hier so einen Lappen und schiebt den ein paar Mal runter, weil das, was hier gemalt wird, kommt ja auch über diesen Schacht runter auf die Brühgruppe. Das machen wir jetzt aber nicht, weil die Brühgruppe nicht drin ist, und somit würde ich mir das in eine Reihe wieder versauen, was ich natürlich nicht will. Wenn das Ganze abgeschlossen ist, also die Stufe 4 mit sauber machen, äußerlich waschen und ja, die ganzen Sachen wieder hier auffüllen, geht es am Zusammenbauen. Also das heißt, wir stecken die Brühgruppe wieder rein, ist ja immer noch in dieser sogenannten Nullstellung, machen die Serviceklappe zu, können hier jetzt schon unseren sauber gemachten Wassertank einsetzen mit frischem Wasser. Und noch ein kleiner Tipp, den ich jedem so ans Herz legen kann, besonders in den Sommermonaten, legt euch einfach so ein klein gemachtes Küchenpapier hier unten rein, weil ein bisschen Restwasser gibt es hier immer, und dann habt ihr später, wenn die Pads hier drauf fallen, nicht diesen diesen festsitzenden Kaffeedreck hier einfach drin. Jetzt wird wahrscheinlich nur Wasser rein, weil wir spülen nochmal ordentlich, aber das kann man sich angewöhnen. Ist zwar nicht die umweltfreundlichste Art und Weise, hier noch extra Müll zu verursachen, aber spart im Sommer dieses eklige Zeug. Jetzt schieben wir das Ganze hier wieder rein. Ich drehe die Maschine mal etwas rum. Mal gucken, ja, das sieht man. Vielleicht könnte ich die, wir sind ja nicht mehr an der Seite. So, wir haben die Maschine jetzt einfach in einem Zustand, der aus ist. Und jetzt würde ich sagen, schalten wir die einfach mal an. Stellen uns natürlich ein kleines Spülglas unter. Im Regelfall kann man sich das einfach so einteilen, dass dieser ganze Reiniger, den wir am Anfang durchgespült haben, so 10, maximal 15 Minuten in der Maschine verbleibt. Und dann löst der die ganzen Kaffeeöle richtig gut. Man sollte auch hier die Herstellerangaben beachten, und dann ist man auf der sicheren Seite. Wir sehen jetzt hier am Anfang ein leichtes Tröpfeln. So, aber auch hier sieht man noch, diese Schaumbildung ist einfach ein Anzeichen dafür, dass noch genug Reiniger hier drin ist. Logischerweise kippen wir die Brühe weg. Und jetzt können wir das machen, was ich vorhin gesagt habe. Einfach den Schacht oben auf und mit einem feuchten Papier einfach hier mal diese ganze Laufbahn sauber machen. Ja, man sieht auch hier, hier vorne an der Spitze ist dann logischerweise ein bisschen Dreck. Viel fällt hier normalerweise nicht an, weil die Feuchtigkeit an der anderen Stelle ist. Dann guckt man rein, dann kann man sich wieder hier so ein bisschen Küchenpapier nehmen und macht das Ganze trocken. Und das ist dann auch wieder abgeschlossen hier oben. Wenn wir jetzt die Sache einmal durchgespült haben, mache ich eigentlich den Schritt, dass ich hier von der Schaumlanze hier diese Adapter abziehe. Die macht man ja auch nach dem Milchaufschäumen immer ab, und setze hier einfach mit meinen Bürsten an und mache hier unten diese Führungen, wo praktisch später der Kaffee rauskommt, sauber. Und das Ganze mache ich dann auch bei der Schaumlanze. Die kommt zwar nicht in Berührung jetzt mit Kaffee oder auch Milch, beziehungsweise mit Milch schon, wenn man nämlich nicht aufpasst und hier nachdampft,
zieht sich danach bei einem Latte Macchiato, wenn man die Milch aufgeschäumt hat, die Milch in die Lanze rein und das verursacht dann auch wieder Schimmel. So, dann machen wir hier schön ein paar Mal. Da kann man sich auch rantasten, vielleicht erstmal mit der kleinen. Und das sind insgesamt 3 Löcher, 3 Ausgänge, die man hier hat. Und die kann man dann richtig gut sauber machen. Na, ich finde den nicht. Normalerweise bückt man sich auch ein bisschen runter, aber das ist jetzt halt dem Film geschuldet. Hier kann man jetzt auch nochmal rein. Da ist dann auch, bis hier kommt man bis zur Beugung. Und da hat man dann einfach nochmal einfach ein bisschen sauber gemacht. Was dann zum Schluss noch kommt, da kann man sich von diesem Reinigerwasser ein bisschen was aufs Tuch machen und hier richtig gut unten an den Bezugsdüsen diese verchromten Nippel sauber machen, weil nämlich hier öfters mal Kaffee dranhängt, wenn der Kaffee zu groß ist oder macht ein Latte Macchiato und dann hängt hier diese Düse in der Milch drin. Hier blättert noch nichts ab. Nee, es ist auch eine hygienische Sache, einfach hier mit Wasser und ein bisschen Reinigungsmittel, einen milden drüber zu gehen. Man möchte ja auch dann nicht irgendwie einen schlechten Kaffee. Dann machen wir das alles wieder drauf zum Einfetten. Hier ab und zu ein ganz kleines bisschen von diesem Silikonfett, wirklich überhaupt nicht viel, sondern einfach hier nur drauf und einmal außenrum. Das ist so ergiebig, das ist echt Wahnsinn. Dann hat man nämlich auch das Gute, dass hier diese Adapter immer gut runter und wieder drauf gehen. Das war's. Innen drin gibt es mit dem Silikonfett eigentlich nur eines zu sagen. Beim Thema Brühgruppe habe ich ja diese Schmiererei schon erklärt. Ein bisschen an diesen Hebeln, aber auch nicht zu viel. Und innen drin haben wir es ja schon besprochen. Da ist einfach diese Metallspindel, die sorgt dafür, dass die Brühgruppe hoch und runter fährt, die auch ab und zu mal hier mit einfach einem Finger drauf und dann die Maschine anmachen. Im Endeffekt war es das auch, was man hier schmieren kann oder schmieren sollte. Wir sind so ziemlich durch mit dem ganzen Prozedere. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Stufe habe. Ich wollte eigentlich das Video so aufbauen, Wartung von dem Vollautomat in so und so viel Stufen. Ich glaube, Stufe 5 ist es. Jetzt kommen wir wieder zum Spülen. Und zwar kann man das auf 2 verschiedene Arten und Weisen machen. Entweder ich drücke hier, wenn die Maschine an ist, einfach unten die Spültaste. Das ist ja, wenn sie entkalkt wird, einfach der Entkalkdruckknopf. Aber ansonsten hier die Spültaste. Natürlich dauert das Ganze dann auch hier wieder unheimlich lange, wenn ich hier mir komplett Wasser durchspüle. Und die Personen, die die De'Longhi ab Ende 2018, Anfang 2019 gekauft haben, die werden das auch nicht brauchen, weil die spülen ja mit ihrer Entkalkung schon. Das heißt, die können dann praktisch nochmal eine Entkalkung durchführen und sparen sich so dieses ganze Prozedere. Aber man sieht auch hier, der Kaffeemock oder dieses ganze Braune ist noch nicht komplett weg. Das heißt, machen wir jetzt nochmal eins. Wir schalten die Maschine jetzt einfach nochmal aus und gehen nochmal in den Service-Modus. Ich finde das unheimlich komfortabel. Ich nutze den richtig oft. Ich habe auch noch nie ein Problem gehabt. Also da ist noch nie was passiert. Und so kann man sich auch dann die Arbeit sparen. Und anstatt 10-mal hier diesen Spülknopf zu drücken, gucke ich jetzt mal, wo habe ich die Brühgruppe? Die Brühgruppe ist unten, also fahre ich jetzt einfach mal los und spüle mir unten den Reiniger mit Wasser verdünnt rein. Also wir haben ja keinen Reiniger mehr, aber der sitzt ja noch überall fest. Jetzt gucken wir mal auf der Seite, dass wir so ungefähr dieselbe Menge machen, wie wir es vorhin hatten. Was macht denn unser Stöpsel? Den immer beobachten. Das ist ja auch was Gutes, wenn man so einen roten Tauchsieder hat. Jetzt ist er im Wasser drin. Aber dem Rest widmen wir uns die Bezugsdüsen. Wir drücken wieder hier drauf, fahren die Brühgruppe nach oben. Was auch gut ist, dieses Hoch- und Runterfahren der Brühgruppe, weil man jetzt einfach auch das ganze Ding in Bewegung lässt. Die Brühgruppe war ja auch sauber. Und jetzt spülen wir hier durch. Und jetzt sehen wir gleich, was für ein klares Wasser hier rauskommt. Ich nehme jetzt gerade mal die andere Kamera. Ach ja, das ist, wenn man viele Sachen auf einmal macht. So, so geht's, glaube ich. Also man sieht hier, das Wasser ist auch unheimlich klar. Und hat jetzt schon durch die mehrfachen Spülungen und auch dadurch, dass ich halt das komplette Wasser durchlaufen lassen habe von einem Liter,
habe ich das natürlich auch gestreckt. Früher, wie ich hier nur die Bezugsdüsen über den Einfüllschacht vom Kaffeepulver sauber gemacht hat, da hat das Ganze viel schlimmer ausgesehen. Also auch hier hat die De'Longhi automatisch aufgehört. Auch im Service-Modus passiert, das Wasser ist leer und die ganze Reinigung ist somit fast abgeschlossen. Was jetzt kommt, ist einfach nochmal Frischwassertank auffüllen, Tresterbehälter nochmal ausleeren. Da hat sich ein bisschen Wasser gefangen und das machen wir jetzt. So, wir haben alles ausgeleert, Wasserauffangschale, Wasserbehälter ist aufgefüllt. Wir sind noch im Wartungsmodus drin, also immer wieder dran denken, Maschine ausschalten, 21, 22, 2, 3 Sekunden warten, wieder einschalten. Dann geht hier oben wieder das Kino an. Ich drücke den Knopf. Jetzt justiert sich auch wieder die Maschine erstmal und geht in die Startstellung, das heißt, der Thermoblock fängt hier an zu heizen. Und was wir jetzt nach dem Ganzen noch machen, das mache ich ja immer nach der Entkalkung bzw. auch nach der Reinigung, deswegen empfiehlt sich das immer zusammenzulegen, da hat man weniger Verschleiß. Ich kippe mir oben einfach noch ein paar Kaffeebohnen rein, die nicht so gut schmecken oder die man noch im Rest hat. Wahlweise kann man auch noch all das Kaffeepulver nehmen, kommt auf selber raus. Und dann beziehe ich mir noch hier ein Getränk, aber der spült jetzt erstmal. Der Vorteil ist einfach, dass ich jetzt, wenn noch Reste vorhanden sind von Reiniger oder Entkalker, die einfach mitreiße durch den Kaffeebezug. Aber man sieht auch hier jetzt schon, ich meine, das Glas war etwas dreckig, aber man sieht hier, das Ganze kommt schon fast an klarem Wasser ran. Wie gesagt, kleiner Espresso. Ich gehe davon aus, dass die Bohnen zu wenig sind und das Kegelmahlwerk einfach jetzt hohl läuft. Aber das ist überhaupt nicht schlimm in dem Fall. Das war der Rest. Und jetzt machen wir einfach noch einen Kaffeebezug. Ja, und während wir den Kaffeebezug machen, bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen kürzer. Ich werde es beim Zusammenschneiden merken, war ein Haufen Arbeit als das letzte 50-Minuten-Video. Ist ja schon etwas länger her. Und wer mehr Sachen über die De'Longhi sehen möchte, ich gehe vielleicht noch an, Milch aufschäumen, erkläre, wie man die Kaffeemenge einstellt, beziehungsweise die Temperatur vom Thermoblock, dann einfach ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, da bekommt er jedes Mal eine Info und ja, über einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dann verabschiede ich mich mit diesem lecker aussehenden Wegschütt-Espresso und sage bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal.